schaffen sie politisch durch eine ausreichende Finanzierung der Krankenhäuser und durch Abbau von Bürokratie die Rahmenbedingungen, damit genügend Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten in stationären Einrichtungen Zeit, Motivation und Kraft haben. Bei zunehmenden Patientenzahlen, zunehmender Arbeitsverdichtung und kränker werdenden Menschen ihre Kernaufgabe einer bestmöglichsten Patientenversorgung erfüllen zu können und eine gute, selbstbestimmte Ergebnisqualität erbringen zu können. Ein weiterer Personalabbau durch weiteren Entzug finanzieller Mittel bringen die Krankenhäuser zum Kollaps. Herr Gröhe, stoppen Sie diese Entwicklung! Sondern eigentlich alle Berufsgruppen, die im Krankenhaus vertreten sind, dass es denen bis hier steht. Das heißt, auch wir als Klinikgeschäftsführer sind in einer Situation, wo wir uns mit als Sparmaßnahme von einer Reform zur anderen hangeln, wo die Jahresergebnisse von Jahr zu Jahr sich verschlechtern, dass mittlerweile schon ein Drittel der Krankenhäuser rote Zahlen schreibt, davon ganz besonders betroffen die kleineren Häuser, die eben auch für die Fläche verantwortlich sind. Und das macht mir schon Sorgen, ja. Wie wirkt sich das tatsächlich aus? Ich sag mal auf Ihre Arbeit, aber wirkt sich das auf die Patienten aus? Ich sehe ganz viele Schilder nach dem Motto, jetzt wird es echt kribbelig, jetzt reicht es langsam, wir können nicht mehr. Wie wirkt sich das tatsächlich aus, außer dass wir jetzt sagen, wir haben zu wenig? Was ist die Konsequenz? Also die Konsequenz kann man sich eigentlich ja schon anhand des jetzigen Standes ablesen. Wir werden immer mehr in eine Sparpolitik landen. Wir werden immer mehr dazu kommen. Ich habe es hier gelesen auf den Schildern, dass wir eine Zwei- oder Drei-Klassen-Medizin haben, dass viele Leistungen auch im Krankenhaus wie in der Rentenversorgung schon geschehen, auch privat finanziert werden müssen. Wir kommen in einer Situation, wo alle auch in den Häusern nicht mehr so motiviert sind. Und das macht ja auch was mit dem Berufsbild. Wenn wir jetzt Pflegekräfte haben, die sich ja auch ganz bewusst für diesen Beruf entschieden haben und dann aber so eine Situation in den Häusern gegeben ist, ist es ja wahrscheinlich, dass der Nachwuchs auch nicht in dem Maße mehr vorhanden ist. Und das gilt auch für mein Berufsbild, wo mittlerweile die Halbwertszeit von Geschäftsführern auf unter drei Jahre durchschnittliche Verweildauer gesunken ist. Dann wird es auch eng. Ich nehme das Mikrofon mal ab. Dankeschön für diese erste. Ist das eine Sache, wo Sie sagen, das wird langsam tatsächlich so problematisch, dass wir nichts mehr versprechen können, was echte Zuwendung betrifft? Ja, die Zuwendung gehört ja zu unserem Beruf. Zum Beruf als Ärzte, zum Beruf als Pflegekräfte. Ich bezeichne unsere Gruppe immer als eine gemeinsame Gruppe. Wir können nichts ohne unsere Pflegekräfte und die Pflegekräfte nichts ohne uns. Und die Zuwendung zu Patienten, das ist das, was wir als Teil unserer Arbeit auch gelernt haben und betrachten und was der Patient auch braucht und auch erwartet. Die Krankenhausabläufe sind heute dermaßen kurz, wie wir schon gesagt haben, unter dem Druck der Fallpauschalen, die wir aus Erlösgründen immer kürzer abliefern, abwickeln müssen, kann der Patient häufig gar nicht mehr verstehen, was um ihn herum passiert. Das heißt, wir müssen ihm das erklären. Wir müssen ihn auch als Ganzes wahrnehmen, nicht nur seine Krankheiten, seine Verletzungen sehen, die versorgen, sondern ihn als Ganzes wahrnehmen. Und das droht doch immer mehr zurückzufallen. Und wenn wir nicht zusätzliche Arbeitszeit aufwenden, außer der, die bezahlt wird, dann können wir diese Zuwendung eigentlich gar nicht mehr leisten. Das ist eher eine Zuwendung oder schon fast eine Abwendung, was die Politik gerade macht. Herr Gröhe, zum Pflegestellenförderprogramm. Können Sie nicht rechnen oder haben Sie das Ihrer Marketingabteilung überlassen? Es klingt in der Presse unheimlich gut, 600 Millionen für die Pflege, es sind 300 Millionen pro Jahr in 2016 und 2017. Das heißt für die Krankenhäuser in Deutschland 2,9 Stellen pro Krankenhaus mehr. Ist das genug? Sie verstetigen das mit 500 Millionen ab 2018. Herzlichen Dank. Das sind in den deutschen Krankenhäusern 4,8 Stellen pro Krankenhaus mehr. Ist das genug?
Der Pflegerat fordert 2 250 Millionen Euro. Das sind 43.229 Stellen, 21 Stellen für jedes Krankenhaus. Damit sollten wir anfangen. Das muss man sich mal vorstellen bei doppelter Fallzahl und halbierter Verweildauer. Auch in der Psychiatrie geht es so nicht mehr weiter. Und ich spreche dafür alle Pflegenden. Wir brauchen das Personal, um gesund unsere Arbeit zu machen, um Menschen auch wieder gesund zu machen. Das ist richtig. Ja, das weiß ich. Okay. Hallo Herr Gröhe, ich finde das toll, dass Sie heute mit mir kurz telefonieren. Ich brauche nur 25 bis 30 Pflegekolleginnen mehr in unserer Klinik und 10 Ärzte. Dann kommen wir erstmal einigermaßen über die Runde. Und wann kommen Sie vorbei, um vielleicht mal eine Woche bei uns im Praktikum zu arbeiten? Ich würde mich freuen, wenn Sie bei uns vorbeikommen. Und ich verspreche Ihnen auch, Sie kriegen eine normale Durchschnittsstation. Vielen Dank. Damit auch ein Signal in Berlin, denn so darf und kann es nicht weitergehen. Das geplante Krankenhausstrukturgesetz geht an der Realität vorbei. Hier muss nachgebessert werden und dem wollen wir hier heute auch nochmal Ausdruck verleihen und den Druck weiterhin erhöhen. Deshalb müssen natürlich nicht länger zulasten des Personals gehen. Auch hier ist das Land schon.